Um sich bei der Essinger Bevölkerung mehr bekannt zu machen, hat Bürgermeisterkandidat Norbert Ulmer etliche Bürgerinnen und Bürger in ihrem Hause aufgesucht. Leute, die ihn noch nicht oder nur wenig kennen, Leute, bei denen er sich in Erinnerung bringen wollte und Leute, die ihn sehr gut kennen und ihrerseits wieder sehr viele weitere Bekannte aufweisen. So wie Erich Zöller, ebenso wie Norbert Ulmer, langjähriger Vorsitzender des VfL Essingen. Besuch heute Abend hat ja das Thema anstehende Kommunalwahl. Es ist noch kein 5 vor 12, aber es sind wenige Tage vor dem Wahlsonntag. Es ist, glaube ich, auch im Dorf bekannt. Ich bin Kandidat, stelle mich auf der Wahl, werde unterstützt von den Fraktionen der SPD, CDU und FDP oder umgekehrt der CDU und der SPD und der FDP. Das habe ich verfolgt. Ja, eine Ehre für mich. Darum, weil man mir das zutraut. Ich traue mir das auch zu. Das sind Grundvoraussetzungen dafür. Und ich habe mir das lange überlegt, auch das Zeitproblem. Ich bin ja selbstständig. Aber das ist halt auch eine Entscheidung gewesen, weil ich ganz genau weiß, dass ich bin seit meinem 24. Lebensjahr selbstständig, habe schon immer Entscheidungen zu treffen gehabt, wichtige Entscheidungen für die Familie, für die Firma und so weiter. Die waren oft sehr, sehr gut und deswegen traue ich mir das Amt auch zu. Freue mich auch darauf. Ich weiß, dass die Schuhgrößen sehr groß sind mit vorhin Herrn Doppler gedacht, mit dem Herrn Frech, mit dem Anzug Doppler, jetzt auch. Aber die Zeichen der Zeit, es gibt ja jetzt eine Veränderung. Und ein Grund war halt auch der, dass man sollte halt speziell hier so eine wichtige Sache halt auch die Wahl der Wahl haben. Und es wäre ja durch die Einzelkandidatur das in der Form nicht gewesen. Das war halt auch ein Grund für mich. Und ich war ja Vorsitzender auch von einem Verein. Beidseitig sehr gut bekannten Verein. Und ich glaube, behaupten zu können, dass ich das auch recht gut gemacht habe. Und das kann ich bestätigen. Und dass ich mir das ganz einfach jetzt zutraue. Und ja, jetzt geht es in die heiße Phase und ich freue mich so drauf jetzt. Und am Sonntag wird entschieden. Dass du wähle, gehst, ist für mich eine Selbstverständlichkeit, aber dass deine Familie wähle, geht, ist für dich auch eine Selbstverständlichkeit. Ich bin schon immer wählen gegangen und es ist auch für mich eine Selbstverständlichkeit, das ist ganz klar, denn wer seine Stimme verschenkt, das ist nicht in Ordnung. Ja, wir kennen uns. Ich bitte natürlich dann auch um deine Stimme als Kandidat. Ich meine, ich weiß ja, ich kenne auch dein politisches Lager, wo du herkommst und trotzdem die Ansprache in der Form, dass auch ich oder dass auch durch deine Familie ich die Unterstützung bekomme und würde mich freuen. Und alles andere, kann ich nur wiederholen, wird das Ergebnis am Sonntag umfassen. Das wird sich zeichnen, ja. Dann Erich, das war's schon, weil du weißt ja, das kann ja keiner. Am 2. Mai hat Norbert Ulmer mit seinen Bürgerbesuchen angefangen und kurz vor Wahlkampfschluss wird er damit fertig sein. In der ihm eigenen Konsequenz hat er sich bemüht, möglichst viele Haushalte aufzusuchen, um für sich zu werben. Am Sonntagabend werden wir sehen, wie ihm das und den anderen Kandidaten gelungen ist. Vielen Dank, gute Zeit und gute Besserung.